Herzlich willkommen zu Mittagszeit macht gescheit. Nachdem wir jetzt wissen, worauf es bei der Anamnese ankommt, können wir in der heutigen Folge mit der Augenuntersuchung starten. Lasst uns zunächst einen Blick darauf werfen, wie ein sinnvoller Ablauf aussehen kann und welche Voruntersuchungen sinnvoll sind. Ähnlich wie in der Anamnese empfiehlt es sich auch bei der Augenüberprüfung, einem strukturierten Ablauf zu folgen und die einzelnen Tests in einer festgelegten Reihenfolge durchzuführen. Das hat insbesondere zu Beginn den Vorteil, dass sich durch das systematische Abarbeiten der einzelnen Schritte nach und nach eine Routine einstellt. Der Dokumentationsbogen hilft ebenfalls dabei, nichts Wesentliches zu vergessen. Ein grundlegender Ablaufplan sichert außerdem eine gleichbleibende Qualität der Augenuntersuchung. Ein möglicher Ablauf der Augenuntersuchung könnte so aussehen. Es empfiehlt sich, mit einem Tränenfilm-Screening zu beginnen, da Veränderungen des Tränenfilms die Sehleistung negativ beeinflussen können und somit das Refraktionsergebnis. Ein schnelles Abtrocknen des Tränenfilms zum Beispiel führt zu Unschärfe und einem reduzierten Visus. Die Tearfilm and Ocular Surface Society empfiehlt für ein Tränenfilm-Screening einen Symptomfragebogen fürs trockene Auge durchzuführen, sowie die Non-Invasive Break-Up Time, die Osmolarität und Epitheldefekte von Hornhaut und Bindehaut zu untersuchen. Sind der Fragebogen und einer der drei Tests auffällig, sollte eine ausführliche Tränenfilmanalyse angeschlossen werden, bevor mit der Refraktion gestartet wird. Für mehr Informationen zur Tränenfilmanalyse schaut nochmal bei Mittagszeit macht gescheit, Staffel 1, Folge 1 bis 4 rein. Ist das Ergebnis des Tränenfilmscreenings unauffällig, kann der Visus mit der aktuellen Sehhilfe bestimmt werden, sowohl monokular als auch binokular. Das hilft später dabei einzuschätzen, ob eine neue Refraktion eine maßgebliche Verbesserung mit sich bringt. An die Visusprüfung schließen sich dann die Funktionsprüfungen an. Diese helfen, eine reduzierte Leistungsfähigkeit und funktionelle Störungen des Sehsystems aufzudecken. Standardmäßig sollte die Konvergenz- und Akkommodationsfähigkeit sowie der Binokularstatus überprüft werden. Die Akkommodationsfähigkeit kann unter anderem an dem maximalen Akkommodationserfolg festgemacht werden. Hierbei wird mit Hilfe der Push-Up-Methode ermittelt, wie nah ein Objekt sich befinden darf, damit der Kunde es gerade noch scharf sieht. Die Messung erfolgt mit Fernkorrektion. Untersucher und Kunde sitzen sich gegenüber und der Kunde wird angewiesen, ein Auge abzudecken. Als Fixationsobjekt eignet sich zum Beispiel die Duansche Strichfigur. Diese wird in ca. 60 cm Entfernung präsentiert und langsam an das Kundenauge herangeführt. Der Kunde gibt an, sobald das Objekt unscharf wird. Dieser Punkt entspricht dem Nahpunkt. Die Strecke zwischen Brillenebene und Nahpunkt ist der Nahpunktabstand in Metern. Dessen Kehrwert ist wiederum der maximale Akkommodationserfolg in Dioptrien. Wie das Ergebnis einzuschätzen ist, hängt vom Alter des Kunden ab. Bei einem 10-jährigen Kind zum Beispiel ist der Nahpunkt in etwa 7 cm vor dem Auge zu erwarten, was einem maximalen Akkommodationserfolg von 15 Dioptrien entspricht. Ist der Kunde bereits 40 Jahre alt, ist der Nahpunkt dagegen bei etwa 22 cm zu erwarten, was einem maximalen Akkommodationserfolg von 4,5 Dioptrien entspricht. Das heißt, je älter der Kunde ist, umso niedriger ist der maximale Akkommodationserfolg. Als nächstes wird der Konvergenznahpunkt bestimmt. Dieser gibt uns Aufschluss über die Konvergenzfähigkeit. Der Konvergenznahpunkt beschreibt den Punkt, an dem sich die Fixationslinien beider Augen beim Blick in die Nähe gerade noch treffen und ein binokulares Einfachsehen möglich ist. Rückt ein Objekt noch näher heran, kann die Konvergenz nicht mehr aufrechterhalten werden und es kommt zu Doppelbildern. Um den Konvergenznahpunkt zu bestimmen, sitzen sich Untersucher und Kunde gegenüber, möglichst auf gleicher Augenhöhe. Als Fixationsobjekt kann ein Wolf-Wand oder auch ein Kugelschreiber eingesetzt werden. Unter leichter Blicksenkung wird dem Kunden nun das Fixationsobjekt in etwa 60 cm Entfernung dargeboten. Bevor das Objekt angenähert wird, wird der Kunde angehalten, das Objekt zu fixieren und anzugeben, sobald der Wolf-Wand doppelt erscheint. Der Punkt, in dem der Wolf-Wand zum ersten Mal doppelt gesehen wird, entspricht dem Konvergenznahpunkt. Dokumentiert wird die Strecke von Brillenebene bis Fixationsobjekt in Zentimetern.
Manchmal wird kein Doppelbild wahrgenommen, zum Beispiel wenn der Seheindruck eines Auges unterdrückt wird. Dennoch ist es in diesem Fall möglich, den Konvergenznahpunkt zu bestimmen, indem der Untersucher die Augen des Kunden ganz genau beobachtet. In dem Moment, in dem eins der Augen die Konvergenz aufgibt und nach außen wandert, ist der Konvergenznahpunkt erreicht. Die Strecke zwischen Auge und Konvergenznahpunkt wird gemessen und dokumentiert. Anders als der Akkommodationsnahpunkt ist der Konvergenznahpunkt altersunabhängig und bleibt im Laufe des Lebens weitestgehend konstant. Die Normwerte für den Konvergenznahpunkt werden in der Literatur unterschiedlich angegeben. Als Richtwert gilt, dass der Konvergenznahpunkt bei 10 cm oder näher vor den Augen liegen sollte. Ist der Abstand des Konvergenznahpunkts größer als 10 cm, deutet das auf eine reduzierte Konvergenz hin. Sowohl die Akkommodations- als auch die Konvergenzfähigkeit lassen sich schnell und ohne große Hilfsmittel bestimmen. In der nächsten Folge zeige ich euch, wie ihr ganz schnell einen ersten Eindruck vom Binokularstatus erhalten könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst.